Paulus, der Apostel, schreibt nach Korinth. Er ist schon längst weitergereist, aber in der Gemeinde genießt er an sich hohes Ansehen. Er hat die Gemeinde gegründet, aufgebaut und ist erst dann weitergereist. Es muss damals eine rege Korrespondenz gegeben haben, von der das, was die Gemeinde in Korinth an ihn geschrieben hat, komplett verloren gegangen ist. Was wir haben, sind nur seine Antworten. Das ist so ähnlich, das wird Ihnen schon mal so gegangen sein, wie wenn Sie dazukommen, wenn jemand telefoniert. Sie kriegen nicht, außer aus Lautsprecher gestellt, Sie kriegen normalerweise nicht mit, was am anderen Ende der Leitung gesagt wird. Aber wenn Sie zuhören, also nicht lauschen, sondern es erlaubt ist zuzuhören, dann kriegen Sie dadurch, dass Sie hören, was der eine sagt, mit, was der andere vermutlich gesagt hat. Und so ist das mit den Briefen des Paulus auch. Wir wissen nicht, was die Korinther geschrieben haben. Wir haben nur das, was er geantwortet hat. Aus dem zweiten Korintherbrief, die ersten 10 Verse des 5. Kapitels, das ist heute unser Predigtext. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnstatt von Gott, ein nicht von Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel. Und darum seufzen wir ja auch, weil wir uns danach sehnen, mit unserer himmlischen Behausung bekleidet zu werden. So wahr wir nicht nackt dastehen werden, auch wenn wir unser jetziges Kleid ablegen. Denn solange wir noch im Zelt sind, seufzen wir wie unter einer schweren Last, weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden möchten, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Der Gott aber, der uns eben dazu bereit gemacht hat, er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. So sind wir alle Zeit guten Mutes, auch wenn wir wissen, dass wir, solange wir im Leib zu Hause sind, fern vom Herrn in der Fremde leben. Im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Wir sind aber guten Mutes und wünschen noch viel mehr, unseren Leib zu verlassen und beim Herrn zu Hause zu sein. Darum setzen wir auch alles daran, ob zu Hause oder in der Fremde, so zu leben, dass er Wohlgefallen an uns hat. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seinen Taten entspricht, wie er zu Lebzeiten getan hat, seien sie gut oder böse. Worte der Heiligen Schrift. Wenn Sie eben den Eindruck hatten, er eiert so ein bisschen rum zwischen den Bildern, mit denen er beschreibt, wie es ihm und anderen geht, zwischen Haus und Zelt und Kleid und angezogen und überdeckt und, dann liegt das nicht an Ihnen. Er eiert wirklich rum. Er ist unsicher. Offensichtlich kommen Anfragen aus Korinth. Ja, was ist denn nun? Kommt er nun? Kommt der jüngste Tag? Erleben wir das noch? Es stirbt doch der eine und die andere und irgendwie sind wir unsicher. Und jetzt kommt etwas, was Paulus von vielen anderen, die Verantwortung für viele tragen, unterscheiden. Es kommen keine markigen Sprüche. Es kommt keine zur Schau getragene Sicherheit. Es kommt kein Versuch, irgendjemand zu finden, der schuld ist daran, dass es nicht klappt. Nein, Paulus teilt mit der Gemeinde in Korinth seine eigenen Fragen, seine Unsicherheit
aber eben auch seinen Glauben und seine Hoffnung. Wenn bei dem, was er alles nicht macht, jetzt bei Ihnen Politikerinnen und Politiker im Hintergrund rumgegeistert sind, dann hat das durchaus, Ausnahmen bestätigen die Regel, seine Richtigkeit. Paulus ist auch nicht das, wir haben ja heute Volkstrauertag, der eine Reihe von unseligen Jahren auch Heldengedenktag hieß. Paulus ist auch nicht das, was man einen Aufpeitscher, einen Durchhalteparolenmenschen nennt. Paulus ist verletzlich, denn er hat viel zu viel erlebt, um die Unsicherheit auch von anderen nicht ernst zu nehmen. Dabei war er ja mal ein harter Hund. Er hatte eine Befugnis vom Hohen Rat, diese neuen, merkwürdigen, aufmüpfigen, die an Christus glaubten, einzufangen, zu fesseln, vor Gericht zu stellen wegen Gotteslästerung. Er war ursprünglich, als er noch Saulus sich nannte, ein harter Hund, sowas Ähnliches wie ein Kopfgeldjäger, nur ohne Knarre. Und dann hat er vor Damaskus etwas erlebt, was ihn, sein Leben, sein Denken, sein Glauben, alles, was er bis dahin für sicher hielt, auf den Kopf stellte. Konnte tagelang nicht einmal etwas sehen und war auf Pflege angewiesen, hilflos. Und dann hat er kapiert, ich muss was ganz anderes machen. Und hat gleich wieder etwas getan, was auch bei Christen umstritten war. Er hat nicht nur in Israel missioniert, sondern meinte, wenn es das Heil für die Welt ist, dann muss auch die ganze Welt eine Chance zum Zugang haben. So viel zu seinem Werdegang. Und dann diese Gemeinde in Korinth. Wer jetzt an Sandalenfilme aus den 1960er Jahren denkt, nö. Korinth war eine der wichtigsten Hafenstädte am Mittelmeer. Mit allem, was dazugehört. Speicher für die Waren, Seeleute aus aller Herren Länder, auch Rotlichtviertel. Also Hamburg ohne Technik, ohne moderne Technik. Und da bildet sich eine Gemeinschaft von Menschen, die aufeinander Acht geben, die fragen, wie es dem anderen geht, die sich um Arme kümmern, wo Sklavenzutritt gleichberechtigt mit freien Bürgern haben, wo es darum geht, dass alle etwas vom Leben haben. Das passte nicht wirklich in eine solche Handels- und Hafenmetropole. Das wurde misstrauisch beäugt, zum Teil verfolgt, hauptsächlich aber verspottet. Ihr Spinner, ihr seht doch, an der Welt ändert sich nichts. Und das war nicht einfach für die Christen, vor allen Dingen nachdem Paulus weg war. Immer wieder haben sie geschrieben, wenn es Probleme gab mit den althergebrachten so und so viel Göttern irgendwo auf dem Olymp oder mit Nachbarn, die versuchten anzudocken, aber letzten Endes dann doch meinten, nee, ich bleib lieber beim Alten, komm doch wieder zurück. Und Paulus hat geduldigst, anders kann man es nicht ausdrücken, immer wieder geantwortet. Nie eingepeitscht, nie jemanden lächerlich gemacht, aber schon davor gewarnt,
denen, die kritisch, spöttisch oder auch lockend heuchlerisch auf die Gemeinde zugegangen sind, nicht auf den Leim zu gehen. Und wissen Sie, ich denke, dass das bei den Korinthern dazu geführt hat, dass die Gemeinde stabil war und sogar wuchs, lag genau an dem Punkt oder an den Punkten, über die ich am Anfang schon mal gesprochen habe. Nicht großkotzig, nicht demagogisch, sondern genau so, wie er sich zwischendurch in dem ganzen Auf und Ab seines Lebens und seiner Missionsreise fühlte, so hat er geantwortet. Damals wie heute war das vielleicht nicht mehrheitsfähig. Aber die Leute, auf die es ankam, die wussten das zu schätzen. Die gingen mit ihm den Weg, auch durch Ungewissheiten, durch Angst, durch Spott, heute würde man sagen Shitstorm, durch Verleumdungen, Fake News und blieben dabei. Wir kümmern uns um alle, die in Not sind. Wir helfen denen, die es brauchen. Wir geben, wenn wir was übrig haben. Könnte sein, dass hier was von Korinth angekommen ist in ihrer Gemeinde. Diejenigen, die vor Corona, wenn sich ein Kreis getroffen hat, sofort anrufen, wie es denn geht, wenn jemand fehlt. Die während Corona, als man sich nicht treffen durfte, Telefonkette gehalten haben. Diejenigen, die sich gemeldet haben, als es wieder mit Einschränkungen losgehen konnte. Diejenigen, die auch immer wieder gefragt haben, wann kommt unser Gemeindeleben zurück? Können wir helfen? Gibt es eine oder einen, die ganz alleine ist, wo ich die Telefonnummer noch nicht habe oder mit Maske und nach den ersten Impfungen auch mal hingehen kann? Das ist alles nichts für Durchhalteparolen, nichts für Heldengedenktage, sondern das ist etwas für eine Gemeinde mit sensiblen, gläubigen Menschen. Übrigens zum Stichwort Helden. Helden im früher landläufigen Sinn waren ja eigentlich mehrheitlich Opfer. Die einen schossen auf die anderen, ohne dass sie sich jemals gegenseitig kennengelernt hatten oder etwas getan hatten. Die dies befohlen hatten, kannten sich zum Teil persönlich oder waren sogar miteinander verwandt, aber hielten sich aus Schosshagel und Pulverdampf vornehm zurück. Helden im landläufigen Sinn waren Opfer. Deshalb macht es auch Sinn, wenn in vielen Ländern, auch bei uns, anstelle von Heldengedenken Opfer in den Blickpunkt kommen. Opfer von Bombardements, Anschlägen, Unfällen, all diejenigen, die eigentlich noch nicht hätten sterben müssen. Opfer auch jetzt in der Pandemie. Viele, sehr viele. Und ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, ich arbeite im Krankenhaus seit 16 Jahren und bis auf die letzten Monate in mehreren Krankenhäusern gleichzeitig. Viele sind an und mit Corona gestorben. Aber letzten Endes durch die einzig wirklich unheilbare Krankheit, Dummheit. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, andere anstecken, weil sie das für ihre Freiheit halten.
Ich kann Ihnen sagen, ich habe auf keiner Intensivstation, egal in welchem Krankenhaus, noch einen einzigen Corona-Leugner kennengelernt. Die gibt es da nicht mehr. Diejenigen, die meinen, ihre Freiheit geht über die Möglichkeit, andere anzustecken und damit umzubringen, hinaus, die müssen das, wie hieß es im Evangelium, vor dem Richterstuhl Gottes mit sich ausmachen. Ich neige nicht zu Verurteilungen, aber an der Stelle muss ich einfach aufgrund meiner Erfahrung auch mal ein deutliches Wort sagen. Für alle anderen gilt, und ich hoffe, das gilt in Epiphanien auch, wenn jemand krank ist, wird er oder sie besucht. Fehlt jemandem etwas, gibt jemand, der genug hat, was ab. Ist jemand traurig, bringt jemand keine Pralinen, sondern Zeit mit. Und wem das Herz übergeht, dem gesellt sich jemand zu mit Zeit zum Zuhören. So gesehen sind wir alle noch mit dem irdischen Zelt und nicht nur 8 Meter Wollstoff bedeckt. Aber wir müssen nicht nur warten. Schon gar nicht, ach, wäre ich doch schon tot und im Himmel. Nein, wie Paulus sagt, als Angeld, als Anzahlung, als Vorschuss haben wir seinen Geist. Der weht, wo er will, und hoffentlich bei jeder und jedem Einzelnen von Ihnen auch. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.